hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Whitebox-Tour heute im Let's Show mit der wunderbaren Anvil Liberator, dem kleinen Trägerschiff von Anvil Aerospace, was noch gar nicht so alt ist tatsächlich, ist ein Concept Sail und weil man sich das gar nicht richtig vorstellen kann, wie das genau aussieht, außer anhand von irgendwelchen Bildern, hat der liebe Keksboss Taken mir wieder mal eine Whitebox gebaut und die schauen wir uns heute an. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal ein kurzes Update zur Alpha 3.18 und PTU und hin und her und pipapo. Und zwar hier vom lieben Drake Bradley. Ich lese euch einfach mal kurz vor und reden wir drüber. Zunächst möchten wir euch ein ausführliches Update zu den laufenden Arbeiten an Alpha 3.18 und den kommenden Patches geben. In der letzten Woche haben sich die Teams auf Lasttests und die Validierung der Spieländerungen konzentriert, die in 3.18.1 eingeflossen sind. Dabei ging es vor allem um die ASOP-Lieferfunktion, wie die Größe der Standardinventare der Spieler und damit die Größe der globalen Datenbanken erheblich reduziert. Damit sollen einige der Probleme mit den Ansprüchen, die ihr alle erlebt habt, gemildert werden. Darüber hinaus wurde auf der Infrastrukturseite ein aktualisierter Ansatz von Werkzeugen für 3.18 Lasttest als virtuelles Service-Clients erweitert und eingesetzt, um die Ausfallsicherheit des Systems insgesamt zu verbessern. Dies ist ein großer Schritt für das Testen von Diensten, da es den Veröffentlichungsteams ermöglicht, automatisch umfangreiche Belastungstests durchzuführen, indem diese virtuellen Clients den gesamten Anmeldevorgang durchführen, die Verarbeitung von Berechtigungen durchlaufen, Lieferungen anfordern und so weiter. Mit diesen aktualisierten Automatisierungstools können die Veröffentlichungsteams nur überprüfen, ob das System unter verschiedenen Bedingungen wie gewünscht funktioniert oder nicht, ohne dass QA-Gruppen oder PTU-Einsätze erforderlich sind. Dies öffnet auch die Tür für chaotische, destruktive Tests, die einige von Ihnen vielleicht am Wochenende bemerkt haben, bei denen zufällige Dienste beendet oder neu gestartet werden, während die Arbeitslasten laufen. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Alarmierung und Wiederherstellung ordnungsgemäß funktioniert. Es erleichtert auch die Entdeckung, Regression und Validierung von Problemen, die nur bei höherer Gleichzeitigkeit auftreten und die für uns normalerweise sehr schwer zu reproduzieren sind, selbst beim PTU. Ausgestattet mit den Daten der letzten Wochen hat das Team auch viel Zeit damit verbracht, den Cloud-Fußabdruck des Spiels zu analysieren und zu optimieren, um die Größe der Cluster und Regionen, in denen das Spiel Dienste hostet, zu ändern und das Layout anzupassen. Dies alles ist darauf zurückzuführen, dass die Anforderungen an die Infrastruktur von Alpha 3.18 viel höher sind als bei früheren Spielversionen. Das Team hat große Fortschritte bei der Einführung von 3.18.1 gemacht und wir hoffen, dass ihr es bald in den Händen halten könnt. Noch einmal vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung, eure Geduld und euer Verständnis, während unsere Teams daran arbeiten, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen. So, was heißt das ganz kurz und knapp? Es bedeutet, dass sie auf der Zielgeraden sind für den Live-Release der Alpha 3.18.1. Wann genau das dann der Fall sein wird, kann ich euch aber nicht sagen. Eventuell heute, also zum Mittwoch. Wir werden heute auf jeden Fall streamen. Um 17 Uhr starten wir auf Twitch. Kommt dann gerne mit rein. Link ist im angepinnten Kommentar. Wir gucken mal, was sie da genau treiben. Ob ein neuer Patch kommt, pipapo. Es kann auch sein, dass es erst Freitag wird oder so. Ich weiß es nicht genau. Es ist wirklich schwer abzuschätzen. Was ein bisschen kurios ist, und darüber können wir uns dann gerne nachher ein bisschen im Stream unterhalten. Ich war eigentlich immer der Meinung, und ich denke viele von euch auch, dass sie bereits längst solche Automatisierungstools haben, um eben ja solche virtuellen Lasttests durchzuführen. Was ist damit gemeint? Nun, es geht darum, dass man einfach virtuelle Klienten, also quasi Bots, erstellt sozusagen und dann simuliert man mit denen, was passiert, wenn 100.000 oder 200.000 von diesen Bots gleichzeitig ins Spiel reinloggen wollen, Dinge tun und so weiter und so fort. Also das, was wir machen, wird auf diese Weise eigentlich simuliert. Das Dumme ist, wie gesagt, sie hatten das offenbar vorher nicht. So klingt es jedenfalls oder ich verstehe es falsch oder es ist dumm geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich gehe schon davon aus, dass sie solche Tools vorher hatten, aber die nicht richtig eingesetzt haben oder dass die nicht vollständig waren. Ist auch vollkommen egal. Jetzt nutzen sie die auf jeden Fall und nutzen sie besser. Und dann hoffen wir mal, dass es auch wirklich was bringt. Das brauchen sie ja sowieso. Alle anderen Spielentwickler haben sowas ja auch. Und das ist auch richtig und wichtig, denn man muss die Belastungstests eben so durchführen, indem man einfach einen großen Ansturm virtuell produziert. Also, wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, nachher im Stream reden wir drüber und gucken uns das Ganze mal an, was auf dem PTU so abgeht oder vielleicht auch auf dem Live. Und jetzt starten wir in die Whitebox-Tour. So, wir sind hier gerade in der Unreal Engine 5 tatsächlich und spawnen sie uns einfach mal. Denn hier haben wir ja diverse Schiffchen, unter anderem auch die Liberator. Pam. So. Und
Ja, da sehen wir sie auch mal von außen. Ich mache mal so eine kleine Außenansicht. Ihr kennt es ja anhand der Bilder. Wir schalten auch gleich ein bisschen immer mal zurück quasi in die richtigen Bilder von CIG, um uns den Brocken mal anzugucken, auch dann den gedachten Innenraum sozusagen. Wie immer die Vorab-Info, natürlich, das ist hier nur die White Box, mehr haben wir nicht. Ne? Also CIG hat das Model und das heißt, wir haben also die Außenperspektive, wir haben die Größen, Verhältnisse und alles, was dazu gehört, aber mehr auch nicht und natürlich dann halt die Bilder. Und der Kicks was Taken, der baut für uns das Ganze hier in der Unreal Engine 5 nach, auf Basis der Whitebox, also er nimmt sich quasi das Model von CRG, was die uns hinstellen und versucht das Ganze dann auch entsprechend zu bauen und dann kommt das Ganze hier dabei raus, beziehungsweise er versucht vor allem diesen Innenraum zu bauen, also die Räumlichkeiten, wie die ungefähr aussehen und dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie das Ganze dann mal im Spiel später sein wird. Was haben wir? Vielleicht mal ganz kurz von außen gesehen. Gehen gleich durch. Wir haben obendrauf zwei Landing-Pads. Dort passt eine Buccaneer drauf oder eine Hornet oder eine Gladius. Also ein leichter Jäger passt drauf. Da die so hintereinander sind, dürfte auch eine Prospector drauf passen ohne Probleme. Aber nichts allzu Breites, logischerweise. Wir haben außerdem hier vorne noch so eine Fläche. Auch da könnte noch ein Raumschiff hin. Und wir haben dann diese große Rampe, die dann ausfährt. Zeige ich euch gleich. Es ist nämlich auch alles animiert schon. Wir haben diesen Eingang direkt in der Mitte vom Bild quasi. Und das gleiche nochmal hinten. Da geht es auch auf. Ansonsten ist gar nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben natürlich hier so ein sehr Star Wars-artiges Schiff mit diesen großen Triebwerken. Wir haben extra Treibstofftanks. Das Vehikel wird auch später mal sicher sinnvoll sein, um irgendwelche anderen Vehikel von A nach B zu transportieren. So, jetzt gehen wir in die Innenansicht und schauen uns das Ganze mal. Oder wollen wir es in der Außenansicht machen? Das ist eigentlich egal, ne? Wir machen es mal so. Also erstmal, was haben wir, um reinzukommen? Wir haben zwei Fahrstühle, die sind genau parallel und die sehen wir auch von CRG tatsächlich. Deswegen schalte ich hier einmal ganz kurz um und zwar nicht auf das Bild, sondern auf dieses Bild. Und das ist quasi der Innenraum, da gehen wir jetzt gleich rein und habt ihr hier links einen Aufzug und rechts einen Aufzug, diese Schächte. Ja? Das sind die, wo wir gerade dran stehen und zwar ganz unten. So, und was wir jetzt hier machen, wir öffnen den mal und fahren einfach ganz nach oben tatsächlich. Ja? Denn ich würde gerne von oben nach unten das Ganze durchmachen. Das heißt, wir gehen ins Deck 3, komplett nach oben. Und jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, welchen Fahrstuhl wir es genommen haben, aber wir werden es gleich merken, wo wir rauskommen. Ich glaube, es war der linke, oder? Naja, wir werden es gleich sehen. Genau, also das ist hier im Prinzip der Geschützturm-Slot. Der ist hier nicht ganz perfekt nachgebaut, aber ist auch jetzt nicht so tragisch. Da oben ist der Turm und das heißt, wir finden uns jetzt hier. Auf der Ebene bin ich jetzt gerade reingegangen und hier ist quasi das Stühlchen, wo der Geschützturm hochfährt, nach oben entsprechend, ne? Und dann kann man da rausballern. Wir haben hier einen kleinen Raum, es ist wirklich nur so ein Zwischenraum und ein Fensterchen und da kann man tatsächlich hier rausgucken auf das Landingpad. Denn das ist ja wie gesagt ein Trägerschiff und man hat so eigentlich ein sehr geiles Raumstationsfeeling. Ne, guckst du raus, da steht ein Schiffchen draußen rum und so. Das ist schon sehr, 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 sehr cool, muss man es einfach ganz klar sagen. So, dann gehen wir mal hier durch diese Tür durch und dann kommen wir in einen weiteren Zwischenraum und aus dem können wir jetzt auch hier raus auf das Landingpad drauf oder auf die Landingpads. Ne? Also wir sind jetzt im Prinzip, dass ihr immer wisst, wo wir sind, wir sind jetzt hier in diesem Raum gerade gewesen, ne Quatsch, ich bin falsch, diesen Raum hier gewesen, ja, Landing Pad Access ist hier auch markiert und sind jetzt oben drauf, also nicht hier drin, sondern oben drauf auf diesen Landing Pads. Naja, und hier kann jetzt im Prinzip ein Pilot und sein Jäger einfach einsteigen, wie in einer Raumstation, wie bei Port Odessa beispielsweise, kann losfliegen oder halt sein Schiff entsprechend, wenn er hier landet, hier stehen lassen und dann reingehen links oder rechts, geht auf beiden Seiten natürlich auf. Aber wir bleiben mal auf der rechten Seite, hier ist das Geschütz oben drauf, ne? Wir sind zwei Gatlings, davon haben wir zwei Stück, einmal das und wir haben nochmal hier drüben eins, das ist aber ein einzelnes Geschütz, das ist ein bisschen kleiner und das ist auch, soweit ich weiß, remote. Aber darüber reden wir gleich nochmal über die andere Seite. Ja, wir bleiben erstmal hier und gehen in den nächsten Raum nach vorne und da haben wir jetzt im Prinzip ja den Crew-Bereich, kann man sagen, wobei Crew-Bereich ist nicht ganz das richtige Wort. Wir haben hier ein Badezimmerchen, so ein ganz kleines nur, ja, so ein winziges. Wir haben hier so ein paar Schränke, Ablageflächen und so weiter und zwei Betten. Bei CRG sieht das Ganze ein bisschen hübscher aus, tatsächlich, ich zoome mal ein bisschen rein, das ist dieser Raum hier.
Ne? Das ist quasi für den Piloten und für den Co-Piloten aka den Scanner, die hier letztendlich das Schiff betreiben. Also wir haben tatsächlich nur zwei Betten an Bord, mehr gibt es einfach nicht. Das heißt, die Crew besteht auch eigentlich für das Schiff selber nur aus diesen beiden Leuten. Der Rest der Crew ist ja quasi ja die Mannschaft, die hier ihre Vehikel abstellt oder die eben ihre Landing, also oben drauf landet und so weiter. Auch die Geschütze zum Beispiel, naja gut, man kann halt in das Geschütz hier reingehen natürlich, aber das können eben auch die Begleiter machen sozusagen, die jetzt nicht Teil der Crew direkt sind, sondern eher indirekt dadurch, dass sie halt hier angedockt haben und so weiter. So, nach weiter vorne haben wir dann noch die Brücke. Ja, recht spartanisch, wie ich gerade schon euch gezeigt habe, zwei Sitze, ein Pilot und ein Co-Pilot, der soll scannen, der soll also ein bisschen auskundschaften und ja, so ein paar Daten sammeln und die dann weitergeben hier im Schiff. Das ist dafür letztendlich gedacht. Das ist sehr, sehr minimalistisch hier alles. Ne? Hier nochmal das Bildchen von der Brücke. Ja, es ist jetzt keine besonders große Geschichte. Es ist halt insofern eigentlich ein sehr kleines Schiff, wenn man mal ehrlich ist, was man da wirklich effektiv drauf machen kann, wenn man Crew ist. Ne? So, dann gehen wir mal weiter und wechseln die Seite und gucken uns die quasi linke Seite des Schiffes an. Da geht's hier auch nochmal so ein Fenster, ne, wie ihr seht, können wir auch reingucken. Und hier haben wir die andere Tür quasi. Die ist ein bisschen versetzt, wie ihr seht, ein kleines bisschen. Das liegt daran, dass quasi hier ist ja dieser Gang mit dem Fahrstuhl und dem Geschützturm. Und auf der anderen Seite ist da quasi was im Weg. Das zeige ich euch gleich. Das ist ja hier parallel drüber. Wir gehen einfach mal rein. So, da haben wir hier erstmal so einen kleinen, ja, im Prinzip Zwischenraum. Also wenn man mal hier schaut, das ist nur so ein Landing Pad Access, quasi eine Art Luftschleuse. Mehr ist es hier tatsächlich nicht. Ne? Ist auch logisch, man muss ja hier irgendwie Luftschleuse haben, denn hier draußen ist ja in der Regel Weltraum. Jedenfalls meistens, wenn man im All ist. So, und dann geht's hier rein und da haben wir eine Armory. Ne? CRG heißt es auch, glaube ich, Armory, Suit Lockers, Storage Lockers, genau. Also das ist quasi hier der ganze Kram, wo dann die Crew sich equippen kann, wo man so ein bisschen seinen Kram erledigen kann. Wir haben Schränke, wir haben einen Tisch und diverse Zugangsmöglichkeiten hier für Klamotten. Und wir haben hier noch ein Badezimmer. Ja, lustig, eigentlich noch ein zweitmal das gleiche Badezimmer wie drüben. Und hier ist eben dieser Raum, wo, naja, also eigentlich ist ja die Tür, wenn man ehrlich ist, wäre die ja, wenn sie parallel ist, hier. Und da sind halt diese Schränke im Weg, deswegen gibt es hier diesen anderen Raum. Und dieser Raum ist im Prinzip auch nur nochmal so ein, ja, so ein Vorraum gewissermaßen. Da steht hier so ein Tischlein drin, ihr seht's, und mehr ist da nicht. Also wir wissen ehrlicherweise nicht genau, was das hier ist. Ob hier vielleicht eine Art kleine Küche reinkommt, nochmal da irgendwas. Das kann man unmöglich hiervon ablesen, von den Bildern. Aber prinzipiell ist es hier alles auch für die Crew zum größten Teil gedacht und nicht für die Mannschaft, die ja an Bord des Schiffes ist, um dann wieder abgesetzt zu werden. Die sind, wie ihr hier schon seht, viel, viel weiter unten. So, und apropos weiter unten, wir gehen erstmal eine Ebene runter mit dem zweiten Fahrstuhl und fahren ins Deck 2. Und dort haben wir sozusagen diese Nicht-Crew-Ebene, sondern die Mannschaftsebene. Ich teile das mal so, ich weiß nicht, ob es da noch bessere Begriffe für gibt. Also die, die quasi das Schiff nutzen, um transportiert zu werden, die sind quasi auf Deck 2. Das heißt, wir sind jetzt also nicht mehr hier oben, sondern wir sind jetzt gedanklich immer hier unten. Ja, in diesem Segment und auf der anderen Seite ebenfalls. Da haben wir hier oben drüber ja die Brücke. Wir sind also jetzt hier auf dieser Ebene. Also auch innerhalb des Bereiches, wo dann hier die Fahrzeuge drin stehen. So, wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl hier runtergefahren. Das heißt, wir sind jetzt in diesem kleinen Zwischenraum. Da seht ihr schon hier, da ist der Docking Port. Das heißt, hier können dann tatsächlich also andere Schiffe an der Seite des Schiffes andocken. Ja, hier ist so ein bisschen Platz. Ship-to-Ship-Docking oder Ship-to-Station, ich bin mir gar nicht sicher, wo am Ende die Reise hingeht. Auf jeden Fall wird es hier möglich sein, wie ihr schon anhand der Optik einfach seht, dass man ein normales Ship-to-Station-Docking machen kann. Ja, dass die einfach andocken kann, dann können die Truppen direkt hier rein. Das ist auch dafür gedacht, dass die direkt hier in den Truppenbereich kommen und dann sind die hier und können entsprechend noch eine Tür weitergehen in ihre Armory. Ja, das ist jetzt der Raum, hier unten der große Raum mit den ganzen Klamotten drauf, mit den Schränken an der Seite und so weiter und so fort. Und
Naja, dann können Sie sich hier erstmal Klamotten ablegen, ne? Man muss ja verstehen, der Simulationsaspekt von Star Citizen geht dazu über, dass quasi die Soldaten, die man transportiert, das ist ja ein militärisches Vehikel, dass die letztendlich hier wieder reinkommen über diesen Dockingport, voll equipped mit Rucksack und ihren Waffen und Verpflegung und was sie halt alles brauchen. Und dann gehen die quasi erstmal, weil dann haben die einen Flug vor sich. Also die Spieler haben dann einen Flug vor sich und müssen dann sich erstmal wieder entequippen, also unequippen, damit sie letztendlich hier an Bord nicht ständig ihre Ressourcen verschwenden. Denn schwere Rüstungen, viel Gewicht, was man mit sich rumträgt, macht einen langsam und träge in Star Citizen und sorgt dafür, dass man sich auch nicht vernünftig hinsetzen kann. Wenn du so eine volle Rüstung hast, kannst du nicht ordentlich sitzen. Ja. Das heißt, du wirst also, solange du hier an Bord bist, dich ausziehen und normale Klamotten anziehen vielleicht oder zumindest mal die schwersten Sachen ablegen, ne? Nur um Verständnis, wozu so eine Armory da ist. Dann ist hier ein sehr ungünstig platzierter Tisch. Ich weiß nicht, der ist hier auch so. Ob das so bleibt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich sage euch auch, warum der sehr ungünstig ist, denn wenn die Crew, also wenn die Mannschaft an Bord des Schiffes quasi im Landeanflug sich befindet, dann soll sie tatsächlich sich hier anziehen wieder, ihre Klamotten nehmen und so weiter. Und dann können die sich für das Eintrittsmanöver hier hinsetzen. Das ist quasi der Jump-Seat-Bereich. Also hier können dann die Truppen mit voller Montur quasi in Ruhe sitzen und sich entspannen und warten quasi auf die Landung. Und wenn sie dann gelandet sind, wenn das Schiff zum Stillstand gekommen ist, dann müssen die eigentlich hier rausmarschieren und haben dann halt diesen scheiß Tisch vor sich. Also ich weiß nicht, ob das so geplant ist, ob der vielleicht auch nochmal wegkommt oder ob das zwei Tische werden, werden sie sehen. Also nehmt das hier nicht zu ernst. Sie müssen dann halt quasi hier rausgehen entsprechend und würden dann hier durch diesen Gang laufen und kommen dann in die große Haupthalle quasi. Was haben wir hier? Naja, theoretisch haben wir hier jede Menge Fahrzeuge und jede Menge Platz, wie ihr schon seht. Also, wir sind jetzt quasi hier durch diese Tür, Armory Access, ne, sind wir raus. Achso, ich habe noch vergessen, Badezimmer, egal. Armory Access sind wir rausgegangen. Und wir hast jetzt Vehicle Bay, Landing Pad Access ist hier oben drüber. Also hier kommen quasi Fahrzeuge rein. Panzer beispielsweise oder Cyclones oder ja, irgendwas, was halt fahren kann. Soll hier drinnen stehen. Ehrlicherweise, genug Platz für einen Jäger ist hier aber auch noch. Also es ist fast wie so ein Aegis-Hangar. Naja, nicht ganz so groß, aber ähnlich. Also hier passt locker eine Gladius rein. Von der Breite her überhaupt kein Problem. Sogar mehrere könnten hier wahrscheinlich hintereinander stehen. Ist halt die Frage, wozu man es braucht. Ne? Man nimmt es eigentlich für Fahrzeuge. So ist der Plan. Und dann kann man hier eben öffnen. Und dann geht hier diese große Rampe auf. Die fährt auch ein. So jedenfalls der Plan. Da ist die quasi schön versteckt im Dachbereich. Ja, und dann können die Fahrzeuge hier rausfahren. Ja. Da müsste natürlich hier dann dieses Landing Pad, wenn es denn besetzt ist, auch leer sein. Und dann können wir hier nochmal darüber hinaus diese ganze Rampe runterfahren. Und dann klappt sich vorne auch dieser Schutz. Das ist eigentlich ganz geil gemacht, dass so ein Schutz ist erstmal. Und dann gehen die Bodentruppen quasi los. Ich springe jetzt hier nicht raus, oder? Kann ich hier raus? Doch. Ja, ne, dann gehen die hier raus, ballern rum, die Panzer kommen hinterher und dann geht die ganze Schlacht los. So ist letztendlich der Plan von dem Ding. Ne, mal ganz easy. Wie das dann wirklich im späteren Spiel funktioniert, ist sehr fraglich, muss man ganz klar sagen. Natürlich werden wir Bodeneinrichtungen haben, werden also Basen haben, die sehr, sehr stark geschützt sind. Das heißt, dieses Schiff wird natürlich seine Bodentruppen erst dann absetzen, wenn es halbwegs safe ist. Genauso auch die Panzer und die Jäger, die werden vermutlich schon deutlich eher abheben, nämlich schon während des Anfluges quasi können die oben los und werden dann verschiedene Ziele angreifen. Also das wird ein koordinierter Angriff werden. Dafür ist es letztendlich dann auch gedacht. So, jetzt humpe ich mich hier mal wieder rein. Und dann gehen wir mal kurz nach hinten, denn wir haben hier, wie gesagt, hier ist nicht so viel zu sehen. Es ist einfach nur ein leerer, großer Raum, wo dann Fahrzeuge drinstehen sollen. Es gibt auch nur eine Tür. Ja, in dem ganzen Ding hier ist nur eine einzige Tür. Sieht man auch mal hier, ja, da ist wirklich gar nichts. Frachtkisten noch an den Seiten, vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Das ist quasi hier, ja, so ein bisschen Frachtbereich an den Seiten dran. Ja, auf beiden Seiten, wohlgemerkt. Und ja, ganz hinten können wir entsprechend auch aufmachen. Da ist es ein bisschen steiler. Zack. Ich weiß nicht genau, ob das so bleibt. Wie gesagt, da muss man mal sehen. Also, das ist jetzt von uns animiert. Ich kann es euch nicht genau sagen. Das ist sehr, sehr steil. Ob dann Panzer hochkommt, wage ich zu bezweifeln. Wenn die Gewichte im Spiel sind, wird schwierig. Also, das ist ja hier locker ein 45-Grad-Winkel. Aber, na gut, werden wir alles sehen.
Es ist auf jeden Fall praktisch, um Frachtkisten von hinten vielleicht reinzuschieben mit einem Traktorstrahl oder ähnliches. Insofern also sehr ähnlich wie auch bei einer Herkules beispielsweise, nur halt eine ganze Nummer größer auf jeden Fall. So. Aber damit nicht genug. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, und zwar gibt es diesen Part hier. Der sieht sehr, sehr offen aus. Ich weiß nicht, ob der so offen bleiben wird. Wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir das nur so teilweise. Also wir haben hier quasi diesen Zwischenbereich, da ist so ein Treppchen. Und das ist alles ein bisschen komisch, weil hier ist eine Tür. Aber ich kann ja auch, ne? So. Das ist schwer aktuell zu sagen, also lasst euch hier jetzt bitte nicht verunsichern, das wird sich noch eventuell, kann man das irgendwie zumachen oder was weiß ich, irgendwas. Ne? Und hier ist nochmal eine Tür, die auch in der Whitebox hier sehr sinnvoll ist, denn ich komme dann quasi hier so durch, aber ich könnte ja auch einfach so rumlaufen. Wie gesagt, ne, das kann man aktuell schwer abschätzen, aber was wir halt hier haben, wir haben hier Frachtraum und zwar 400 SCU, die nur in diesem Bereich, also in diesen und diesen beiden Dingen hier stehen können, was sehr, sehr geil ist. Das ist eine Menge Frachtraum für medizinische Versorgungsgüter, für Lebensmittel, für Munition, Raketen, whatever, alles, was du halt transportieren willst. Und ihr seht auch hier, dass hier noch irgendwas steht, das ist so ein Frachtcontainer, also ein großer 32 SCU-Container, dieser rote hier, das ist also nicht irgendwie eine Wand, ne? Und ich denke mal, dass wir haben also hier zweimal so einen Slot dafür oder, wie gesagt, muss man einfach mal abwarten. Das Schiff ist ja noch im Konzept, also einfach mal gucken. Aber so ist halt die Idee. Hier ist dann der Frachtbereich des Schiffes. So, und dann können wir von hier aus wieder eine Fahrstuhl benutzen. Oh, warte. So, und dann können wir jetzt noch runterfahren ins Deck 1. Das ist quasi das Kellergeschoss, also aka der Maschinenraum. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier mit dem Fahrstuhl, warte mal, so, hier runtergefahren. Und wo wir jetzt sind, ist hier gar nicht drauf, sondern das ist hier. Und zwar auf diesem Bild hier. Wir sind jetzt nicht verunsichern lassen, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Der ganze Part hier, den haben wir gerade schon gesehen. Also diese ganze Ebene hier ist ein Deck drüber, das sieht man hier schwer. Wir sind jetzt hier mit dem Fahrstuhl von der Ebene runtergefahren und kommen jetzt hier raus. Also das ist der Bereich, wo ich gerade hier stehe. Ne? Hier, das ist diese kleine Ecke. So, und jetzt kann ich hier entsprechend laufen und komme dann in diesen Maschinenraumbereich und in diesen großen Raum, also diesen großen Halbrunden hier, ja, oder ovalen. Und jetzt bitte nicht so genau nehmen. Das ist nicht so einfach darzustellen. Hier ist einfach jetzt platt oben. Das ist dann nach oben hin eine Kuppel. Ja, man sieht es hier auf jeden Fall ganz gut. Das ist eine richtig schöne Kuppel. So ein Star Wars-artiger, fetter Maschinenraum, wo man ringsherum laufen kann, mit dem Gravitationsgenerator und den ganzen Komponenten. Das ist also alles im unteren Teil des Schiffes drunter. Und da kann man schön hier als Ingenieur außen rumlaufen, Sachen austauschen, reparieren, konfigurieren, Ingenieurs-Gameplay halt machen, was auch immer. Also ein wirklich großer Maschinenraum, der aber ohne wirkliche Maschinen auskommt, wie das oft bei Star Citizen so ist. Ja. So, und dann, das hier ist übrigens nicht weiter ausgedingst. Hier sind halt Rohrleitungen, man sieht es hier, aber was genau hier gemacht wird, ist unklar. Auch das müssen wir noch sehen. Ne? So, und dann können wir hier unter Deck quasi einmal rumlaufen. Das sind also quasi hier. Ja, und dann geht es entsprechend in den Fahrstuhl und von da aus wieder hoch ins Deck 2, wo wir wieder rauskommen bei unserer Armory und dem Docking. Ja. Das ist halt das Ding. Das heißt, dieser ganze Part, den ihr jetzt hier gerade seht, da sind wir jetzt wieder quasi drin. Wir sind also hier hochgefahren, ja, hier in diesen Raum rein, links in den Fahrstuhl eingebogen, eine hoch und dann sind wir hier auf dieser Ebene. Es ist alles ein bisschen verwirrend, so ein kleines bisschen auf dieser, ja, mit dieser Ansicht, die ist komisch gemacht, aber ich denke doch im Großen und Ganzen eine wirklich schöne Whitebox und ein wirklich cooles Schiffchen, muss man es einfach sagen. Wir können sogar theoretisch mal fliegen. Wollen wir es mal fliegen? Warte mal, komme ich hier wieder rein? So, ich habe mal ganz kurz gecuttet. Hier, also jetzt sind wir wieder auf der Brücke. Jetzt kann ich hier einsteigen, zack, und kann das gute Stück mal ein bisschen fliegen. Und dann zeige ich euch mal, wie es ungefähr aussieht. Fahrwerk einfahren kann ich, glaube ich, nicht, aber ist auch nicht so tragisch. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist einfach nur Unreal Engine 5, das ist nichts, das Flugmodell könnt ihr jetzt nicht ernst nehmen, ne? Also da müsst ihr jetzt einfach damit leben, aber ihr seht so mal ganz grob, wie es ungefähr aussieht, wenn ihr in der Außenansicht mit dem Vehikel fliegt oder eben auch euch fliegen lasst. Ja, also eigentlich ganz nett, das Teil. Wir haben auch eine Explosionsanimation oder eine Schadensmodellsanimation, mit der wir dann gerne abschließen. Und Pam. Ja.
Also so in etwa wird es noch aussehen, wenn ihr dann irgendwo dagegen fliegt mit dem Teil. Hoffentlich wird es ein bisschen mehr aushalten, weil man hat ja schon sehr, sehr viele Leute an Bord. Naja, in jedem Falle ein wirklich schönes Schiff, muss man sagen. Die Liberator kann sich sehen lassen. Wann sie kommt, weiß allerdings kein Mensch. Das weiß wirklich, also es ist nicht in Produktion, es wird nicht daran gearbeitet. Es ist alles sehr, sehr vage. Wir werden es einfach sehen. Aber ich hoffe, mit der Whitebox-Tour habt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es sich anfühlt, an Bord des Schiffes zu sein. Das ist ja der tiefere Sinn von diesen Whitebox-Touren. Und habt nochmal so ein kleines Update vielleicht zum Schiffchen. Ich verlinke euch nochmal die Website von der Liberator unten im angepinnten Kommentar. Schaut da gerne rein. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, nachher um 17 Uhr auf Twitch. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?